Und hallo zusammen. Wow, ihr seid alle wieder hier. Habe ich mich gefreut auf diesen Tag. Es ist einfach gewaltig und ich kann nur wieder diese Tausende von Danksagungen zurückgeben für all das, was geleistet wurde. Allein 670 Techniker sind hier unterwegs, um alles im Vorfeld zu klären. Das sind Wochen der Arbeit, der Investition. Und anders können wir es nicht ausdrücken, als immer wieder zu sagen, das tun wir aus Liebe zu euch, das tun wir aus Liebe zur Welt, das tun wir aus Liebe zu jedem Menschen hier unten auf der Welt. Und ich habe gesagt, jeden. Liebt ihr auch jeden Menschen? Sag mal Amen, ja? Amen. Wir lieben jeden Menschen hier unten. Und das, was wir heute hier teilen miteinander, ist unser Wunsch, dass es hinausgeht, dass es in alle Welt geht, dass es zu einem Gesamtbewusstsein wird hier auf der Erde, das nicht mehr wegzudenken, nicht mehr zu leugnen ist. Und wir haben uns entschieden, heute uns um Vollendungstriebe zu kümmern. Ich werde euch eine Reihe von Vollendungstrieben vorstellen und über Vollendungstriebe sprechen, damit wir mit diesem Bewusstsein leben, dass wir Gelebte sind hier unten, jeder Mensch. Alles, was du jetzt hörst, gilt für dich, für jeden Menschen unter dem Himmel, ganz gleich welcher Herkunft, gleich welcher Ideologie und Theologie, ganz gleich welcher Kultur, Rasse und nenne, was du willst. Wir reden jetzt im ersten Punkt einfach mal von natürlichen Vollendungstrieben. Also gehen wir mal ganz an den Anfang zurück und ich sage, das gesamte Leben, unser gesamtes Leben ist ein Produkt von Trieben. Ja? Nicht ein Produkt von Leistungen deiner Hände. Wären deine Hände, deine Füße gefragt, dann frage ich dich, wo warst du denn bei deiner Zeugung? Warst du da überhaupt bei Sinnen? Ich erinnere, wie du entstanden bist, wie ich entstanden bin. Von Anfang an ist alles durch Triebe entstanden. Vom Sexualtrieb reden wir jetzt gerade nicht, der ging dem noch voraus. Aber irgendwo bist du dann in so eine Dunkelkammer geraten, in irgendwelche Eileiter, in irgendwelche geheimen mystischen Gänge, wo der eine Teil auf dich gewartet hat. Da hast du eine Zelle, eine Eizelle, wird eine von 100.000 irgendwo erwählt, aus dem Nichts, ohne Hände, ohne Füße, und du wirst irgendwo als Sperma auf den Weg geschickt. Umgerechnet auf einen Schwimmer wären das 280 Kilometer, die du hier schwimmen müsstest. Das könntest du gar nicht überleben, du warst gar nicht fähig, nur schon das Ei zu finden, aus dem du dann eins geworden, zum Menschen geworden bist. Du wurdest da durchgeschubst durch diese umgerechnet eben 280 Kilometer, diese Rennbahn. Du wurdest geschubst und gemacht. Du wurdest gedrängt, da in diese Eizelle einzudringen. Alles Dinge, die durch Triebe, durch Naturtriebe zustande gekommen sind. Du hattest keine Hände, keine Füße damals, aber du warst es. Du warst dabei. Bist du einverstanden bis hierher? Du bist durch Triebe geworden. Alles, was geworden ist, alles, was wird auf dieser Welt, wird triebartig fortgetrieben. So ist die ganze Einnistung, das ganze Ei, das sich in die Gebärmutter einnistet, das war ein einziges getriebenes Werk, wie du dich einnistest, wie du dort zur Morula, zum Embryo wirst, zum Fötus und so weiter, wie du zum Kind heranreifst. Das sind alles Dinge, da wurdest du geschubst und gehegt und gewogen. Und nachher, als du rauskamst, wurdest du wieder gemacht. Da war es der Trieb der Mutter, dich zu stillen. Da war es dein Trieb, zu saugen. Da war es dein Trieb, die Augen zu öffnen, deine Hände zu finden, deine Füße zu finden. Nichts hast du selber auf die Reihe gekriegt. Stimmt das? Du hast nicht eine Zelle an deinem Leib selber gegründet. Du hast nie ein Atom, nie ein Molekül, nicht eine Quant, ein Quark, irgendwas hast du selber geschaffen. Nichts von alledem, das wurde alles getrieben, das wurde alles gemacht. Und so sind wir ins Leben gekommen, mit lauter Trieben ausgerüstet. Dann kam es zum Baby, schon die ersten Schritte, du warst getrieben, selber zu gehen, du hast alles von dir gestoßen, was dir helfen wollte. Das war ein Trieb, der schon von Anfang an in Richtung einer Vollendung geht, der schon anzeigt, du willst was erleben, du willst was erreichen. Ja? Das ist alles triebartig, urtriebhaft in dir entstanden. Und dann irgendwann, ich mache nur jetzt schnelle Sprünge hier, irgendwann kommt der pubertäre Trieb, wo du plötzlich in die Geschlechtsreife kommst, wieder eine ganz eigene Welt. Ich mache einen Riesensprung und dann geht es so durchs Leben, wo du dann deine Hände endlich hast, die du dann begehrst, deine Füße, und dann wird es immer schwerer.
wo du deinen Kopf hast, als du ein Baby warst, als diese Nervenzellen, diese Hirnzellen und alles sich bildeten, das waren Milliarden von Zellen, die sich konstruiert haben, die sich wunderbar zusammenfügen ließen durch triebhafte Werdung. Und sobald du deinen Kopf beieinander hattest und er dir übergeben war und du konntest damit was anfangen und sobald deine Hände da waren, du konntest sie brauchen und die Füße, da begann das Problem. Hast du das schon begriffen? So läuft das hier unten. Dort beginnt das Problem. Da gehen wir auf die Reise und wollen was machen. Und darum kommt es dann, um einen großen Sprung jetzt zu machen nach der Pubertät. Die Krisen kennt ihr. Aber es gibt noch eine zweite Pubertät. Dann hast du die Midlife Crisis, die sogenannte, die Mitte-Lebenskrise. Was ist denn das? Es ist ein Trieb. Es ist das Sichersein-Wollen, dass du das Leben nicht falsch gelebt hast. Plötzlich so um 40 rum, ich weiß nicht mehr genau, 35, 45 irgendwo in diesen Jahren, plötzlich beginnt der Mensch zu wabern, überlegt sich, mache ich das alles richtig? Woher komme ich, wohin gehe ich? Plötzlich geht alles durcheinander, die Mitte-Lebenskrise nennt man das. Das ist ein Vollendungstrieb. Er zeigt, dass wir programmiert sind, etwas zu erreichen. Wir sind programmiert, sicher zu gehen, dass wir das richtige Ziel erreichen, dass wir nicht ein falsches Leben leben. Und darum diese Krisen, alles urtriebhaft entsteht das in uns. Ja? Also wir möchten eine Bestimmung erlangen, eine Bestimmung finden, unsere Naturbestimmung finden. Und jetzt müssen wir wissen, dass mit diesen Naturtrieben, die anfangs so wunderbar funktioniert haben, die alles eingeleitet, hervorgebracht haben, dass die dann auch auf schiefe Wege kommen können. Wie gesagt, wenn deine Hände ins Spiel kommen, da wird es kompliziert. Wenn dann andere Hände und Füße auch noch dazukommen, andere Köpfe, wird es immer noch komplizierter. Und irgendwann sind wir dann so, gehen wir in die 60er und dann höre ich den Udo Jürgens, ich glaube es waren die 70er Jahre, dann beginnt er plötzlich zu singen mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Erinnert ihr euch noch an das Lied? Die älteren Kaliber unter uns, die kennen das noch. Plötzlich kommt der Mann in den zweiten Frühling. Was ist denn das wieder, oder? Beachtet mal, das ist so, wenn du auf der Straße bist, im Frühling kommen die vielen Motorräder. Eine ganz einfache Formel, wenn du alte Männer sehen willst, dann schau die großen Motorräder an. Je größer die Motorräder, desto älter die Herren da drauf. Was denn das? Das ist der zweite Frühling, ein Trieb. Und dieser Trieb verkündet etwas, versteht ihr? Der ist nicht zufällig, das haben alle gleich. Plötzlich bäumt man sich nochmal auf. Ich kenne Nachbarn, die waren schon uralt und plötzlich stehen die wieder verjüngt vor mir. Und ich denke, was ist jetzt passiert? Ja, mit Turnschuhen und so, Geräten gehen sie dahin. Zwei, drei Jahre später waren sie tot, als uralt nochmal und da kam nochmal so hoch, oder? Was ist das? Das sind alles Triebe, das gehört schon in die Vollendungstriebe, weil wir so angelegt sind, ein Ziel zu erreichen. Der Mensch spürt intuitiv, es muss mehr sein. Mein Vater, als er pensioniert wurde, sagte, das war's jetzt, das war schon alles. Er war völlig ernüchtert, er sagte, ich habe viel mehr erwartet vom Leben. Was ist eigentlich der Trieb, der Erwartung? Du hast eine Erwartung in dir, die dich drängt, die dich drückt, die dir sagt, da kommt noch was. Aber wenn es nicht kommt, was dann? Davon reden wir. Wohin wollen uns die Triebe führen? Nun, der Udo, der versucht dann mit sich nochmal aufraffen. Er singt dann von lässigem Haar, von heißer Typ will er dann sein mit 66. Lederjacke, Motorrad, 110 PS durch die Gegend. Er möchte mit seinen Kumpels abhängen und richtig jazzen, richtig ab. Jazzen haben wir damals noch nicht von abrocken geredet, ja. Das war der deutsche Schlagersänger. Bei uns in der Schweiz haben wir den Gölle. Ich glaube, der Gölle war es. Der singt dieses Wahnsinnslied, oder? Wie heißt es so? Ich hätte noch viel mehr Zauber gelassen auf Deutsch. Ich hätte noch viel blöder da. Auf Schweizerdeutsch. Also ich hätte noch viel mehr draufgehauen. Ich hätte noch viel mehr zugeschlagen, wenn ich gewusst hätte, dass das Leben so schnell vorbei ist. Aber ich frage mich, ist das die richtige Konsequenz? Das sind Lieder, die zum Ausdruck bringen, das kann es doch nicht gewesen sein, da muss doch mehr sein. Oder das, die Zeit kann doch nicht abgelaufen sein. Ein einziges Armutszeugnis, so ein Leben. Der gesteht ein, ich habe alles versucht, alles an mich gerissen, alles Neue gesucht, immer mehr und noch mehr und noch mehr an mich gerissen und es hat nichts gebracht. Das ist doch die Summe. Seht ihr es? Das ist doch die Quintessenz dessen, wenn man solche Lieder dann hört. Und da beginnt es zu kippen, dann merken wir, dass diese natürlichen Vollendungstriebe, wie sie da waren, auch auf richtig schiefe Bahn kommen können. Dann wird es fast zum Standard, dass ältere Leute, und ich rede jetzt nicht nur von Männern, auch Frauen, dass sie plötzlich im Alter, nachdem sie Jahrzehnte glücklich oder wie auch immer verheiratet war, plötzlich am Schluss noch
wo man nicht für möglich hielte, dass sich da noch was ändert, lassen sie dich scheiden, gehen fremd, huren da in der Gegend rum. Der Mann holt sich noch so viele junge Mädchen, wie er kann. Die Frau hängt plötzlich mit irgendwelchen Typen ab. Und du denkst, was passiert? Ja, was passiert? Sie haben Torschlusspanik. Auch das ist ein Urtrieb im Menschen drin. Wenn er spürt, dass er es nicht schafft, schlägt er wie aus und bekommt Torschlusspanik. Er möchte nochmal zuschlagen. Ja. Aber bei den meisten wendet sich das Blatt sehr schnell, nachdem sie den zweiten Frühling hatten oder zumindest versuchen, nochmal abzuheben, nachzuholen, was nicht gelungen war das ganze Leben zuvor. Dann verfallen sie der Passivität. Und hier kippen dann eben diese Naturtriebe, die guten Naturtriebe, kippen dann plötzlich in etwas Schlechtes rein. Es gibt eine Entstellung der Naturtriebe, dass man plötzlich dem Zerfall sich übergibt. Dann wird man plötzlich getrieben, ständig über seine Krankheiten zu reden, ständig nur noch den Tod abzuwarten, ständig nur noch erwarten, dass alles noch mehr runtergeht und runtergeht. Viele verfallen dann dem Alkoholismus oder im Alter zunehmend der Kulinarik, dass man die Erotik des Alters nennt. Wenn das andere nicht mehr so funktioniert, dann schlägt es mehr dort aus, ja. Aber es geht immer triebhaft, das möchte ich dir zeigen, mit jedem einzelnen Gedanken, den ich hier äußere, da kündet sich ein inneres, verborgenes, tiefes Wissen aus der Tiefe der Unbewusstheit an, das dir sagt, du bist für bleibendes Leben geschaffen. Du bist nicht für den Tod geschaffen. Und wenn du den Weg nicht findest, wohin der gute, göttliche Trieb dich treiben will, vollenden will, dann kippt das irgendwann in eine Entartung, so wie es viele erleben, dass sie dann plötzlich abrutschen im Alter noch in Okkultismus zum Beispiel rein, in Hexerei, in Zauberei, in Magie, in irgendwelche Dinge, die dann ganz seltsam sind. Und so reden wir als zweitens über einen rückbesinnlichen Vollendungstrieb. Wichtig ist jetzt, dass wir uns schon auf den Weg machen und überlegen, wie finden wir zu den richtigen Vollendungstrieben. Gott hat uns nicht so wunderbar geschaffen, mit so einem unglaublichen Wunder allein der Entstehung und dann betrachte die Welt und alles, wie sie ist. Er hat nicht solche gigantischen Schöpfungswunder geschaffen, dass wir nachher irgendwie auf einer schiefen Bahn endgültig verderben sollen. Er möchte, dass wir die Urbestimmung finden. Und ich sage schon, in deiner ersten Entstehung waren Urtriebe, Vollendungstriebe schon da, die dir angekündigt haben, es kommt was ganz Gewaltiges, etwas sehr, sehr Großes, etwas Unfassbares, etwas ungemein Großartiges. Wie findest du zu diesem Vollendungstrieb zurück? Ich werde heute Parallelen zeigen, wie Gott es im Tierreich demonstriert, denn vieles, was die Tiere uns vorleben, sind oft Parallelen zu unserem Verhalten. Als Beispiel, der Vollendungstrieb bei den Lachsen ist so stark, dass sie ihr ganzes Leben, wenn das ein Riesenfisch ist, ich weiß nicht, mit 20 Kilo oder wie viel, dann setzt er sein ganzes Gewicht, seine ganze Energie rein, zurückzuschwimmen, ganze Wasserfälle hochzuspringen. Er überwindet jedes Hindernis mit dem einen Ziel, ich möchte dahin zurück, wo ich hergekommen bin. Merkt ihr mal diesen Urtrieb, das ist ein Vollendungstrieb. Wenn du vollendet werden willst, dem wirklichen Vollendungstrieb angedockt werden willst, der dich dann aber zum Ziel hinführt, zum göttlichen Ziel, musst du dich rückbesinnen. Aber bitte nicht so, dass du einfach ein Heimwehmensch wirst, der dann irgendwann nach der Mami weint, oh, wenn ich zurück zu Mami könnte oder so. Und es ist eine große Weisheit im Leben, wenn man nicht nach Dingen sucht, die man nicht mehr haben kann. Also hör auf, Menschen ständig nachzutrauen oder nachzudenken, die nicht mehr sind. Hör auf, die Vergangenheit hervorzaubern zu wollen, sie wird nicht wiederkommen. Der Rückbesinnungstrieb hat eine andere Aufgabe. Der Rückbesinnungstrieb will dich wecken, dass du wach wirst, um nach deiner Wurzel zu fragen, um nach dem Ursprung zu fragen, um das zurückzuempfinden, was am Anfang da war oder was schon in den Uranfängen in dir gewirkt hat. Dazu ist der Rückbesinnungstrieb. Und ich glaube, dass dieser Zustand, den vermisst du am allermeisten, wo du diese Unbeschwertheit dich wieder erinnerst, wo alles geworden ist, ohne dass du mit eigenen Händen und Füßen dafür wirken musstest. Diese Geborgenheit, sei es an der Mutterbrust, wo auch immer, du willst zurück, das ist es, was du suchst. Du suchst dieses unbeschwerte Dasein, das
Leben, wo alles wird, urtriebhaft, von selbst, wo du nicht leisten musst, um etwas zu empfangen, wo dir eine Brust entgegenkommt, wo du gefüttert wirst, wo du angekleidet, wo du gewaschen wirst, wo du gemacht wirst, wo etwas entsteht, wo in dir Urtriebe sind, etwas zu erreichen, die Urfreude, das Leben und all diese Dinge. Siehst du, das ist die Rückbesinnung, auf das hinaus will sie, sie möchte, dass du die Augen öffnest für das, was du schon mal hattest. Willst du die wirklichen Urtriebe, die Vollendungstriebe wiederfinden, dann beginne rückbesinnlich zu sehen, was du schon hattest in deinem Leben. Wie undankbar sind die Menschen, wie unglücklich sind sie, todunglücklich. Wenn ich an meine Seelsorgezeit denke, tausende von Seelsorgen, die Menschen waren sowas von unglücklich. Aber sie hätten sich nie eine Minute Zeit genommen, darüber nachzudenken, was für ein Wunder das ist, dass sie sehen können zum Beispiel. Dass sie Hände haben, mit denen sie was anstellen können. Dass sie Essen haben, dass sie Trinken haben. Sie haben sich nie vor die Bäume hingestellt und mal gestaunt, wie kommt so ein Blatt zustande. Sie haben nie eine Blume genommen, sich nie Zeit genommen zu überlegen, wie ist die eigentlich geworden. Oder irgendeinen Käfer in die Hand zu überlegen, wie kann das kleine Vieh hier denken? Wo kann es her wissen, was es zu tun hat? Wie findet es sein Fressen? Sie haben sich nie Zeit genommen, die Millionen von Wundern zu bestaunen, die hier sie umgeben. Sie haben nie ihren Körper studiert und überlegt, was ich bestehe hier aus 80 Billionen Zellen. Wie konnten sie sich zusammensetzen? Wie funktioniert das alles? Was für ein Gott, verstehst du? Du hast aber deinen Körper bekommen, um diese Forschung zu tun, um Gott zu erkennen, um diese Wunder zu erkennen. Und zu merken, du hast nicht eine Zelle davon konstruiert, es ist alles da. Die Rückbesinnung auf das, was du hattest. Das besser zu sehen, was da ist. Nicht immer Neues wollen, immer noch mehr begehren. Das ist der Weg zurück in die Vollendungstriebe, die dich dann in eine Fortsetzung führen, wo du aus der missratenen Missbrauchslinie, die Missbrauchstriebe, wo du da von den falschen Vollendungstrieben wegkommst wieder. Werd wieder dankbar, mit kurzen Worten gesagt. Nimm dir wieder Zeit zu staunen. Studier mal, wie du geworden bist. Nimm dir Zeit, ja? Nimm dir Zeit, nimm ein Buch, schau ein Heft oder einen Film an darüber, wie du geworden bist. Studier das mal und überleg, was das für Wunder sind. Betrachte die Details der Schöpfung. Und du kommst aus dem Staunen und Anbeten nicht mehr raus. Und wenn das mal in deinem Leben angefangen hat, dass du wieder neu berührt wirst, wo du merkst, du bist hier ein Kleinstes in einem riesigen Ganzen, dann beginnen dich die Urtriebe auf den rechten Weg zurückzuführen, wo das wieder übernimmt, wo dich weiterbilden will, wo dich vollenden will. Jesus hat einmal im Thomas-Evangelium, das kennen nicht alle, ist ein sehr kostbares Werk, erst vor ein paar Jahrzehnten ausgegraben, hat er dort gesagt, dort, wo der Anfang ist, ist Logia 18, dort, wo der Anfang ist, dort wird auch das Ende sein. Selig ist, wer am Anfang stehen wird, und er wird das Ende erkennen und den Tod nicht kosten. Hier redet Jesus von diesem Vollendungstrieb, wo die Vollendungstriebe dich zurück zum Anfang führen, wo alles Wesentliche wieder von Neuem geschieht, urtriebhaft, ja, ohne Hände, ohne deine eigene Mitwirkung. Ich möchte dir als Drittes darum fehlgeleitete Vollendungstriebe zeigen. Beobachte einmal, wie der Mensch tickt. Der Mensch hat intuitiv in sich den Trieb, und das hat mit Vollendungstrieb zu tun, den Trieb, sich zu offenbaren, entdeckt zu werden. Ist dir schon mal aufgefallen? Kleine Kinder, Mama, schau mich, oder? Schau, was ich gemacht habe. Immer hat der Mensch vom kleinsten Stand her das Verlangen, entdeckt zu werden, etwas zu zeigen, etwas hinzukriegen, irgendetwas darzustellen. Der Urtrieb in dir, der ist echt. Du sollst entdeckt werden. Du sollst entdeckt werden. Ich habe dich geschaffen, dass du entdeckt wirst. Es steckt etwas in dir, das so besonders ist, dass du gesehen werden sollst. Das ist ein Urtrieb, hast du gewusst? Das ist ein Vollendungstrieb. Nur, das Problem ist, wenn du den Inhalt nicht findest, setzt du das wieder falsch um. Schau jetzt mal in diesen Tagen zum Beispiel. Da ich trainiere manchmal so an einem Ort, mache ein bisschen Training, da komme ich in die Trainingshalle rein, da kommt ein Typ rein, der hat so kurze Hosen an und dann entdecke ich plötzlich da unten an seinem Fuß sowas, denke ich, hat der Frauenstrümpfe an oder was? Oder?
Schau mal genau hin. Oh nein, das ist ein Tattoo. Peinlich, oder? Sieht aus wie so ein kurzer Strumpfhose, oder? Und da kommt der Nächste rein, der hat hier einen Stern und der andere hier einen Totenschädel. Überall tätowierte Menschen, auch schon aufgefallen. Dann denke ich, Bruder, was hast du zu sagen? Was willst du mir sagen damit? Was hast du für eine Botschaft? Weißt du, was das für eine Botschaft ist? Schau mich an. Ist einfach die falsche, ist abgeglitten, ist ein missbrauchter Naturtrieb. Ja? Und wenn der abgleitet, will der Mensch beobachtet, entdeckt werden, jetzt macht er sich ein Tattoo hin. Und eins ist programmatisch, das kann ich dir sagen, das beobachte ich jetzt immer, oder? Der Mann, von dem ich geredet habe, plötzlich hat ein zweites solcher Strumpf an, also ein zweites Tattoo, das ganze Bein voll. Und nachher kamen die Schenkel und nachher hier und dann hier. Mittlerweile ist der Mann von Kopf bis Fuß tätowiert. Andere machen sogar noch das ganze Gesicht voll. Immer aus demselben Schrei. Schau mich, schau mich. Aber sage ich, was hast du denn zu bieten? Versteht ihr, wovon ich spreche? Das sind Naturtrieb, bitte nehmt das ernst. Das ist so, weil der Mensch geschaffen ist, entdeckt zu werden. Andere mit der Mode. Was ist die Mode anders als schau mich, schau mich, schau mich. Jeder will, dass er entdeckt wird, ja? Aber er hat gar keine Leistung dahinter. Also er missbraucht das mit der Mode. Der Trieb ist geblieben, den wirst du nicht los. Dann kommen die ganzen kulturellen Leistungen und Hochleistungen, Hochspitzensport, noch mehr, jeder noch mehr. Schau mich, schau mich, schau mich. Da stehen dann langsam immerhin Leistungen dahinter, oder? Seien das nun Gemälde oder was immer der Mensch da so Wunderbares hinbringt, das ist ein Teil davon, oder? Schau mich, was für schöpferische Begabungen er hat, sportliche Leistung, Kunst und so weiter, Erfindungen. Von mir aus besitzt du immer nicht, was du willst. Es ist ein Teil davon, was der Mensch erreichen kann, um zu sehen, der Mensch ist ein schöpferisches Wesen. Aber das Allermeiste ist entartet. Und das Problem ist, je mehr die Menschen davon darstellen auf falsche Weise, in dem entarteten Sinn, desto leerer werden sie, desto hohler wird das Ganze. Am Schluss sind sie von Kopf bis Fuß zugekleistert und irgendwann wird sie die gar nicht mehr anschauen. Aber sie haben das Ziel nicht erreicht. Das reicht nie, das ist das Problem. Wenn du das Falsche hast, den falschen Vollendungstrieb in die falsche Richtung, wenn der missbraucht vom Segen zum Fluch wird, reicht es nie, egal was du machst, egal wie hoch die Leistung. Am Schluss hast du diese Schauspieler und so weiter mit dem Karriereknicks, mit dem Berühmten, machen sie Selbstmord. Oder? Reihum. Ich könnte die ganze Paletten Leute zeigen, die gestrahlt haben vor Kamera, heute gestrahlt, morgen Kopfschuss, Strick am Hals, ersäuft oder irgendwas, haben sich umgelegt. Ja. Kommen wir jetzt zu einem vierten Vollendungstrieb, um das jetzt langsam zu entwickeln. Jetzt möchte ich mit dir in diese unsichtbare Welt einsteigen, die Inaussichtstellung von Seiten Gottes für uns Menschen. Du sollst entdeckt werden, aber nicht so, wie du dir das vorstellst. Gott hat uns in Aussicht gestellt, herrlich gemacht zu werden, aber nicht du nur als Einzelner, du bist eine Zelle von einem großen Ganzen. Was Gott will, ist das große Ganze herrlich zu machen, ein großes Ganzes hinzukriegen. So wie du deinen Körper bestaunen kannst, würde eine einzelne Zelle sich in den Mittelpunkt rücken. Wäre gar nicht interessant, sagst du, wer bist du? Ja, ich bin eine Zelle, ich habe ein ganzes Verdauungssystem, das könnte eine ganze Predigt halten, interessiert niemand, oder? Das Individuum, das Einzelne, die einzelne Zelle ist zwar sehr kostbar, sie hat ein Verdauungssystem, sie hat ein alles, was der Körper hat, hat die Zelle auch. Aber es ist überhaupt nicht interessant, weil du möchtest den Körper sehen, du möchtest den ganzen Leib sehen. Stimmt das? Siehst du, und so ist es auch im Großen. Der Mensch ist geschaffen, um gemeinschaftlich als eine Ganzheit zusammen mit Gott einen neuen Menschen zu bilden. Eine organische Gesamtheit, eine organische Herrlichkeit. So wie du einen Leib hast, der gewaltig und herrlich ist im Vergleich zu einer Zelle, alles überragend. So will Gott, dass wir offenbar werden. Und dazu gebe ich jetzt einige Bibelstellen. Johannes 17, 21 bis 23. Das ist das hohepriesterliche Gebet von Jesus. Vater, auf dass sie alle eins seien. Das ist ein Zahlwort, ja, eins. Gleich wie du, Vater, mit mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins, wieder Zahlwort sind, seien, auf dass die Welt glaube. Siehst du den Zusammenhang? Wo immer Jesus war, hast du Gott live erlebt. Und er sagt, ich tue nichts, was nicht Gott durch mich tut, was nicht der Vater in mir tut, spricht und so weiter. Jetzt überträgt er das auf uns und er sagt, diese Herrlichkeit möchte ich, dass die auf euch ist, dass die Welt glaube. Sprich, mit anderen Worten, dass die Welt das entdecke, dich entdecke. Sobald du verstehst, dass die Vollendungstriebe, dass die gemeinschaftlich sind,
Da beginnt der Power zu fließen, da beginnst du wieder navigiert zu werden. Vers 23, also ich in ihnen, du in mir, dass, auf dass sie eins sein, in eins vollendet sein und auf dass die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, gleich wie du mich geliebt hast. Also Jesus bringt das eins zu eins ins Verhältnis, wie er mit Gott gelebt hat, wie er die Herrlichkeit Gottes repräsentiert hat, sagt er, so und nicht anders sollen wir zusammen eine Körperschaft bilden und entdeckt werden, dass die Welt erkenne, die Welt, da reden wir jetzt vom ganzen Globus, von allen Menschen, sie sollen so erkennen und auf den Naturtrieb, auf den Vollendungstriebweg zurückgeführt werden, geht nicht anders, als dass jemand das auslebt, demonstriert, es selber ist, damit es wird. Ja. Epheser 3, 6 bis 10 sagt Paulus, dass die aus den Nationen, also alle Menschen da draußen, die damals nicht Israeliten waren, dass sie alle Miterben seien, mit Leib und mitteilhaftig dieser Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium, damit alle erleuchtet werden über das Geheimnis, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat. Er sagte, auf das jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örten durch die Versammlung begreiflich gemacht werde, die gar mannigfaltige Weisheit Gottes. Das ist ein krasser Satz, oder? So lang, dass du überhaupt nichts verstanden hast. Ich bringe es auf den Punkt zusammen. Paulus sagt, ihr alle hier drin, Heiden, oder? Von woher immer ihr kommt, ihr alle seid bestimmt, erleuchtet zu werden, hineingeführt zu werden als Mitleib von Gott, dass du Körper Gottes bist, nicht theoretisch, sondern ganz praktisch, dass du der Leib bist und Gott der Geist in dir, der dich pulsiert und lebt. Er sagt, und dass das so herrlich wird, so wie Jesus gebetet hat, dass du so herrlich, dass wir als Versammlung so herrlich gemacht werden, dass die Vollendungstriebe und so gewaltige göttliche Substanz und Werke und Herrlichkeiten hervorbringen, dass sogar die himmlischen Mächte, die himmlischen Mächte in Anbetung fallen, weil sie das sehen. Das heißt, das Geheimnis liegt darin, dass wir als Organismus, als lebendiger Leib, gelebt von Gott, die Qualitäten Gottes zurückbekommen. Dahin drängt der Trieb. Das ist die Vollendungsabsicht. Dahin gehen die Kräfte. Sobald wir das begriffen haben, ich sage es mal mit diesen Worten, sobald wir nur auf dieses Projekt zusammen Haus Gottes zu werden, zusammen Leib Gottes zu werden, sobald wir nur unser Herz schon in diese Richtung richten, beginnt schon der Trieb einzusetzen, beginnen Fähigkeiten uns zu treiben, beginnen Vollendungskräfte an uns wirksam zu werden, die man mit keinen menschlichen Worten ausreichend beschreiben könnte. Ja. Es geht so weit, dass Paulus sagt in 2. Thessalonicher 1,10, wenn Jesus an jenem Tag kommt, will er in seinen Heiligen verherrlicht und in all denen bewundert werden, die geglaubt haben. Die Absicht Gottes ist, durch Jesus in uns wiederzukommen. Und wenn ich sage durch Jesus, dann rede ich nicht das Christliche allein an. Es ist eine weit größere Dimension, wo Gott vom unsichtbaren Bereich her in allen Menschen, ich sage das wieder, am Anfang habe ich es gesagt, ich kann es nicht immer wiederholen, es ist eine Sache für alle Menschen, nur ist halt christlich aufgezäumt, christlich formuliert und ausgetextet und am Anfang christlich reserviert geworden. Es geht nur um eines, bist du Mensch oder bist du nicht Mensch? Bist du Mensch? Ja. Amen. Ja. Also wenn du Mensch bist, hast du diesen Urtrieb in dir drin, hast du diese Bestimmung, dass der lebendige Gott, der dich gemacht hat, in dir zusammen mit den anderen Menschen zusammen, gleich welcher Herkunft, gleich welchem Hintergrund, ich sage so weit, gleich welcher Religion, die dahinter steckt, jetzt ist die Zeit, wo Gott aus allen Hintergründen, aus allen Etagen, aus allen Bereichen der Menschheit, aus der Wissenschaft, aus der Religion, aus der Politik, aus der Bildung, nimm was du willst, fasst die Menschen zusammen, die empfänglich sind für genau dieses synergisch werden, dieses zusammengeleibt werden, um zusammen diese Vollkommenheit darzustellen, wo die Welt bewundert und sagt, was, jetzt verstehe ich, wer Gott ist. Jetzt verstehe ich, was Gott wollte. Jetzt verstehe ich, das kann kein Mensch, was da geschieht, das ist göttlich, das ist nur noch göttlich. Das ist es, auf welche diese Weise will Gott die Menschheit in ein Neues bringen. Er hört auf damit, um Namen und Religion und all diese Dinge zu streiten. Es geht nur darum, wo ist das veranlagt und wo nicht. Um das geht es hier unten, ihr Lieben. Um gar
nichts anderes. Also der fünfte Vollendungstrieb sind menschlich unerreichbare Vollendungstriebe. Es ist ganz wichtig, dass wir dazwischen einbauen, weil sonst haben wir plötzlich die Idee, das müsste man selber machen können. Und dann sitzt du hier, wie soll das gehen? Ich habe keine Ahnung. Denk daran, wie du geworden bist. Du hattest keine Hände, keine Füße, bist trotzdem geworden. Als der Eisprung war, das Ei hat keine Hände, keine Füße, aber es ist durch die Wand durchgeplatzt und ist da im Eileiter drin gelandet. Und diese Dinge, das sind triebhafte Ereignisse. Du wirst getrieben, du wirst gemacht, aber du musst offen sein dafür. Und wichtig ist, dass du begreifst, bevor du diesen Weg richtig antrittst oder wiederfindest, es ist menschlich unerreichbar, es ist nicht menschlich machbar, wovon wir hier sprechen. Und genau bei dieser Erkenntnis setzt das eigentlich wahrhaftige Getriebenwerden von Gott erst ein. Da erst beginnen die wahrhaftigen Vollendungstriebe in Aktion zu treten, wenn wir das endlich begriffen haben. Wenn wir endlich unsere Hände aus dem Spiel nehmen, endlich unsere Füße zurückziehen und zu sagen, wie in aller Welt soll das geschehen. Und da kommt Gott und sagt, durch Glaube, ihr Lieben, durch Erwartung, durch lebendige Erwartung, durch dafür halten, dass, wenn Gott das so sagt, es auch geschieht. Ohne zu fragen, wie soll das hergehen? Ich habe ja nicht, ich kann ja nicht. Gott will nicht deine Hände, Gott will nicht deinen Kopf, Gott will nicht deine Füße, um das zu bewirken. Die kommen dann auch ins Spiel. Aber erst, wenn er dich übernommen hat, wenn er dich als Körper dann lebt. Vorher sollst du die Hände loslassen, damit er überhaupt das Grundwerk tun kann. Ja? Also auf den Punkt gebracht geht es jetzt in dieser Phase, in diesem fünften Punkt, wenn es um Vollendungstriebe geht, geht es um reine Glaubenstriebe. Du kannst es nicht, aber du kannst glauben und du kannst im Glauben das ergreifen, nehmen, was er dir zu nehmen geheißen hat. Also wenn Jesus kommt und sagt, du sollst Herrlichkeit Gottes werden, ihr zusammen sollt eine Herrlichkeit Gottes werden, dass die ganze Welt sich niederwirft und sagt, das möchten wir auch, dass selbst der Himmel der Weisheiten Gottes belehrt wird durch euch, dann sagst du nicht, wie ist das möglich, sondern du sagst im Glauben, du hast es gesagt, Herr, du kannst es auch tun, ich bin dabei. Im Glauben, im Glauben. Und das ist der vielleicht wichtigste Prozess überhaupt, ja. Dass wir glauben, denn die Dinge müssen sein, die müssen werden, indem wir das Unmögliche einfach mal festsetzen und sagen, und das wird gehen, auch wenn ich jetzt nicht verstehe, wie, ohne daran zu zweifeln, ohne Rückzieher, auch wenn du Misserfolge hast, wenn dein Leben alles andere dokumentiert als das, was du werden möchtest, das spielt alles keine Rolle. Der Weg heißt, du musst von deinem individuellen Misserfolg, von deinem individuellen Zelldasein ins organische Ganze finden und dort geschieht es von selbst. Aber das geht nur durch Glauben. Du musst von dir Abstand gewinnen, du musst von deinen eigenen Leistungen wegkommen, von deinen eigenen Erwartungen und so weiter. Du musst es akzeptieren, dass es für dich unerreichbar ist. Ja. Wenn wir von Glauben sprechen, Dinge zu ergreifen, die unmöglich sind, dann geht es ins Übernatürliche. Hier wird es richtig tief unsichtbar. Ja. Richtig tief unsichtbar. Und genau dort kann man wieder kurz eine Parallele ziehen. Menschen, die diese wirklichen Vollendungstriebe nicht finden, weil sie nicht das Projekt vor Augen haben, dass Gott diesen Körper leben will und leben muss. Es gibt keine zweite Chance. Gott muss als König in uns pulsieren durch seinen Geist. Wenn wir nicht dieses Projekt haben, kommt es auf die schiefe Bahn, dann haben wir die Erklärung für die ganzen Harry Potter Geschichten, für die ganze Entartung in Okkultismus, in Zauberei, in all diese fürchterlichen Hexereien, übernatürlichen Okkultspuk, den wir heute haben, in all diese Unheimlichkeiten. Das sind die entarteten Vollendungstriebe, die kann man als Sechstes hier sich aufs Blatt schreiben. Das ist es, wenn wir ins Übernatürliche kommen, aber nicht auf die richtige Zielgebung ausgerichtet sind. Dann kommen dunkle Mächte ins Spiel und missbrauchen diesen Drang. Dann kommt der böse Ego-Individualismus ins Spiel, diese Mächte, und reißen uns weg. Das sind Todesmächte, die uns da hineinführen. Ja. Und darum ist dann eben diese Entwicklung in all diesen dämonischen Filmen, in all diesen blutigen Kunstwelten, wir haben gerade wieder eine Klar-TV-Sendung darüber gemacht, wie abartigste, dämonischste, bis hin zu kannibalistische
Museen vom Staate her gefördert werden, während dem harmloseste Menschen verfolgt sind auf Tausend und zurück, ja. Da siehst du die ganzen Entartungen in der Politik, in Lehrgefügen, in politischen Zielausrichtungen und so weiter. Aber es gibt diesen göttlichen Vollendungstrieb, das möchte ich einfach betonen. Auch wenn Menschen abrutschen und in diese auch wieder pauschalen, gemeinschaftlichen Abirrungen reinrutschen, wichtig ist für uns festzuhalten, wieder jede Empfindung, Gott sagt das, Gott hat das gesprochen, Gott tut das auch, so wahr er uns im Mutterleib gewoben hat. Ja. Als letzten Punkt für diesen ersten Teil möchte ich über wiederherstellende Vollendungstriebe sprechen. Das ist der siebte Gedanke, den ich dir zeigen möchte. Es gibt wiederherstellende Vollendungstriebe und diese müssen erkämpft sein. Und das sieht so aus, Paulus sagt in 2. Korinther 10, Vers 4 und 5, die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, also nicht menschenartig, ja, sondern göttlich mächtig zur Zerstörung von Bollwerken oder von Festungen. So zerstören wir Vernunftschlüsse und jede Form der Überhebung, die sich gegen die Erkenntnis Gottes aufbäumt, und nehmen jede Wahrnehmung gefangen hinein in das Mitfließen des Christus. Und wenn ich sage, das Mitfließen des Christus ist hier, kannst du dir diese Matrix vorstellen, wenn du kein Christ bist. Christus ist ein Überbegriff für Wirkung Gottes im Menschen drin. Salbung, Christus bedeutet der Gesalbte, es meint der Geist des Allmächtigen. Du kannst es als Matrix, als Alpha-Matrix bezeichnen, wie immer du willst. Diese Alpha-Matrix ist wie der Frühling, der überall gleichzeitig wirkt. Überall kommen die Knospen hervor, überall beginnt alles geheimnisvoll zu werden. Das ist eine Naturmatrix, wenn du so willst. Hier wirkt eine Matrix genau in dieses wunderbare Mitfließen mit der himmlischen Matrix, mit der himmlischen Weisheit. Aber da sind wieder Kräfte, die das vereiteln wollen. Die sagen, das ist doch nicht möglich, ich spüre davon nichts, ich weiß davon nichts, ich sehe davon nichts, oder wie anfangs gesagt. Oder es ist doch Irrsinn, das ist doch Sektiererei, da gibt es eine Million solche Bollwerke, solche Überhebungen, die sich gegen diese Erkenntnis Gottes behaupten möchten. Siehst du, und das ist der Glaube, dass wir das, was wir hier hören, dass wir das einfach mal nehmen und sagen, so, und ich entscheide mich jetzt, ich will diese Vollendungstriebe, ich will in diese Herrlichkeit kommen, ich möchte dieses Ziel erreichen, ich möchte Teil dieser Vollendungstriebe sein. Und dann zerstören wir Vernunftschlüsse. Das heißt, wenn uns ein schräger Gedanke in den Kopf reinkommt, das ist doch sicher sektierisch, was er sagt, sagt er, stopp jetzt, weg von mir, ich herrsche jetzt darüber, das ist nicht sektierisch, das ist göttlich. Das steht in der Bibel, das hat uns Jesus Christus beigebracht, das erleben wir hier auch. Und wenn wir als OCG heute hier diese Versammlung machen, kann ich dir sagen, hier rede ich von tausenderlei Praxis, von zehntausenden Praxisstunden, wo wir die Herrlichkeit Gottes miteinander erleben, dass wir immer wieder morgens so auf den Knien liegen und Gott nur anbeten für das, was wir erleben dürfen. Hier könnte ich einen ganzen Tag erzählen, was es bedeutet, wenn Gott in die Menschen reinkommt und die Menschen willig macht, vom Ende der Welt zu kommen, um dem anderen einen Liebesdienst zu tun, unentgeltlich, um wieder zurückzugehen und den nachher in den Arm nimmt und sich bedankt dafür, dass er das tun durfte, ohne geheißen, ohne befohlen zu werden. Hier könnte ich hier Stunden solche Dinge erzählen, was es heißt, wenn die Herrlichkeit Gottes in die Menschen kommt, wenn nicht mehr Geld, nicht mehr Macht und all diese Dinge im Spiel sind, wo keine Eifersucht, kein Neid, nichts mehr ist, sondern wo jeder nur noch eines will, das den anderen hochkriegen, den anderen in einen besseren Stand versetzen, wo jeder das Leben für den anderen hingibt, um das zu erhalten, was hier Kostbares heranwächst, können wir stundenlang erzählen. Ich hoffe, du spürst heute etwas davon, wenn du an diesem Tag heute hier dabei bist. Aber ich möchte dir sagen, das ist angefochten. Da ist wirklich ein Teufel unterwegs, der alles unternimmt, um uns da abspenstig zu machen, um uns für sich zu gewinnen, um uns zurückzubehalten, in falsche Vollendungstriebe reinzubringen, in seine Triebe, wenn du so willst, ja. Und wir sagen dir, hab einfach keine Angst, kämpfe diesen Kampf des Glaubens, sag dir im Herzen, ich bin dabei, das will ich auch, ich glaube, ich gehöre dazu, ich bin auch ein Mensch, ich will das erreichen und ich habe keine Angst, Körper Gottes zu sein. Sag das mal, ich habe keine Angst, Körper Gottes zu sein. Nochmal, ich habe keine Angst, Körper Gottes zu sein.
Und weißt du, warum du keine Angst hast? Du hast ja auch keine Angst vor deinem Körper, oder? Du bestehst aus Geist, Seele und Leib. Und ich frage dich, willst du irgendeine Komponente dieser drei entbehren? Irgendeine? Wenn du den Körper verlierst, hockst du im Rollstuhl, will doch kein Mensch, oder? Wenn du deine Seele verlierst, bist du in der Psychiatrie. Wenn du den Geist verlierst, bist du tot. Also du willst all die drei. Was könnte verkehrt dran sein, wenn du statt diesen Leib einen Leib Gottes erlebst, wo du der Körper bist? Ho, 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 ho. Das will ich doch, das will ich doch. Das willst du doch. Verstehst du, der einzige Unterschied ist doch, dass du eine Million mehr Möglichkeiten hast, wenn nicht dein sturer, dummer Geist, der dich die ganze Zeit irreleitet, dich die ganze Zeit beherrscht, sondern der vollkommene Geist, im vollkommenen Können, in allen Fähigkeiten Gottes, in allen Tugenden Gottes, in allen Kräften Gottes, in aller Weisheit Gottes. Das willst du doch! Also schick den Teufel in die Hölle, wenn es sein muss. Und sag, du hältst mich nicht mehr ab von diesem wunderbaren Projekt. Schau dir diese Menschen an hier drin. Schau sie dir an. Das ist der Körper. Ein Glied davon. Eine Zelle von mir aus davon. Ich möchte nie mehr woanders sein. Ich möchte nie mehr woanders sein, als dort, wo Menschen bereit sind, miteinander Körper zu sein. Weil wenn du ich bist und ich bin du, dann werde ich für dich sorgen wie für meinen kleinen Zeh. Jedes Glied an meinem Körper werde ich für dich da sein. Ich werde immer alles tun für dich, weil du ich bist und ich bin du. Und niemand kann etwas dagegen haben. Also das ist der geistliche Kampf. Sag, da bin ich dabei. Ich will das erleben. Ich will unter diesem Kraftfluss sein, unter dieser Weisheit, unter dieser Liebe. Ich möchte unter diesem Glauben Gottes sein, unter diesen Fähigkeiten Gottes. Zuerst will ich auf die geschenkten Vollendungstriebe zu sprechen kommen. In Sprüche 6, Vers 6 hat uns Gott Folgendes gelehrt. Geh hin zur Ameise, sieh ihre Wege an und werde weise. Wenn Gott das sagt, dann meint er damit, so wie es bei Ihnen funktioniert, so funktioniert es bei euch. Jeder Tierschwarm demonstriert uns die Weise Gottes, wie er es mit uns haben möchte, handeln möchte. Alles Schwarmwesen hat gleiche Gesetzmäßigkeiten. Wenn du überlegst, welcher König hat nun diese Formation von diesen Fischen befohlen? Oder wenn du einen Ameisenstaat anschaust, welcher König ist, der sie befähigt, ihre Bauten zu machen? Wer hat den Bienenschwärmen gelehrt, in dieser Formation sich so aneinander zu hängen? Wer hat ihnen beigebracht, dass sie ihre Waben sechseckig anlegen? Woher kommen alle diese gewaltigen Dinge? Woher haben sie ihre Begabungen? Sie waren nicht in der Schule, sie haben keine Kurse besucht. Sie kommen, können. Sie kommen und können. Ganz gleich, welche Lage des Lebens es betrifft, sie kommen und sie können es. Es sind geschenkte Vollendungstriebe. Wenn wir von diesen Vollendungstrieben reden, von denen wir heute reden, musst du wissen, es ist geschenkt. Du kannst sie dir nicht abverdienen. Du kannst nur dich richtig ihnen gegenüber verhalten und begreifen, was die Bedingungen sind. Also es ist in die Wiege gelegt, auch dir und mir, auch uns, ganz grundsätzlich. Was jetzt eben ganz maßgebend ist, was die Menschen nicht begriffen haben, ist, dass diese total geschenkte Vollausrüstung, dieses Alleskönnen, einerseits angelegt ist in Ameisen, so auch in dir, in mir, in uns allen angelegt ist als Grundausstattung, aber dass die Funktion gebunden ist an das Umfeld, wo du drin lebst. Studierst du die Ameise, merkst du, sobald sich eine Ameise, die hochbegabt, ihren Teil findet unter diesen Millionen von Ameisen, sie macht genau im richtigen Moment das Richtige, sobald sich diese Ameise verirrt, aus irgendeinem Grund die Straße verlässt, wo sie geführt wird, darauf kommen wir auch noch später, aus irgendeinem Grund wird sie von ihrem Staat, von ihrer Kolonie getrennt, verliert sie auf der Stelle sämtliche Begabungen. Das müsst ihr hören, das müsst ihr wissen, das müsst ihr verstehen, denn so funktioniert es auch bei uns.
Das Umfeld, in dem du lebst, bestimmt über die Funktion deiner Begabungen, bestimmt über die Funktion deiner Vollendungstriebe. Die Ameise, ich sage es nochmal, im Staatswesen drin, in ihrem Gefüge, wo kein König regiert, keine Königin regiert, sondern wo das einfach geschieht, weil es vollkommen existiert und vorhanden ist, einfach vollkommen vorhanden ist. Du brauchst sie nur wegnehmen, existiert gar keine Begabung mehr. Sie könnte rein potenziell sich am Leben erhalten, könnte jagen, könnte sich ernähren, könnte sich irgendwo durchschlagen, rein theoretisch, aber sie tut es nicht. Keine Ameise tut das, keine Biene tut das. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, ihr Lieben, weil die Begabungen, die Vollendungstriebe, alles Vollendungskönnen, alle vollendeten Fähigkeiten, die auch in dir und mir angelegt sind, die funktionieren nur im Staatswesen, wo du hingehörst, nur im Verbund des Organismus, wo du hingehörst, nur in der praktischen Verbindung. Löst du dich davon, ist sofort vorbei. Es sind geschenkte Vollendungstriebe. So wie bei der Ameise bist du und ich, wir sind von Geburt an mit allem ausgestattet bis zum Ziel. Das Programm ist in uns angelegt, wie ein Programm im Computer. Es würde nichts fehlen, aber du musst in die rechte Umgebung kommen. Auch wir. Das zweite sind dienstgebundene Vollendungstriebe. Wenn du nicht in einem Dienst bist, die der Geist, ein Dienst, den der Geist gezeugt hat, der verbindlich zueinander steht, der eine praktische Gestalt hat, eine praktische Ausgestaltung, wird bei dir nichts laufen. Das reine Bekenntnis zu einer Gemeinschaft, zu einem Dienst, ist nicht gemeint jetzt. Es ist die Frage, ob du Dienst, ob du die Funktion der Ameise übernimmst. Verstehst du? Nicht allein die Zugehörigkeit, sondern bist du drin und bewegst dich zusammen mit diesem Organismus. Entsteht da ein Nest, entsteht da eine neue Kolonie, entstehen da Werke, die von der Matrix, von der Alpha-Matrix her gewoben, gewirkt sind. Oder wir sagen eben von dem Christus-Geheimnis her. Und ich kann dir ein ganz einfaches Beispiel sagen, woran man erkennen kann, ob man unter dem Vollendungstrieb, unter dem dienstgebundenen Vollendungstrieb funktioniert oder nicht. Paulus hat das in einer wunderbaren Stelle, in 2. Korinther 4, Vers 1, hat er sich da ausformuliert. Er sagt dort, darum, da wir diesen Dienst haben, ermatten wir nicht. Hast du schon mal Paulus gelesen? Ich bin diese Tage wieder dabei, diesen Korintherbrief zu lesen. Da muss er sich verteidigen, sein Apostelleben. Man hat ihn rivalisiert und so weiter. Und dann zählt er mal nur auf, was er in seinem Dienst leidet. Das ist eine ganze Seite. Da geht es von 5-mal mit Ruten geschlagen werden, 40 weniger einen Strich, über Steinigung, über 3 Schiffbrüche. Der zählt auf, wie er unter Verfolgung steht, in Nöten, in Ängsten, in Gefahren, auf 1000 und zurück. Und du würdest logischerweise sagen, wenn der Mann von Dienst redet, dann wird er sagen, ich sage es jetzt, wie ich es natürlich erwarten würde, dann würde er sagen, weil wir diesen Dienst haben, ermatten wir. Verstehst du? Wer ist schwach und ich bin nicht schwach, sagt er im selben Zusammenhang. Also ich würde erwarten, er sagt jetzt, weil wir diesen Dienst haben, ermatten wir sind so fertig. Er sagt genau das Gegenteil. Verstehst du? Er sagt, weil wir diesen Dienst haben, ermatten wir nicht. Nicht. Warum? Weil ich den Dienst habe. Das kannst du jetzt ablesen. Schlimmer als ein Paulus kannst du uns nicht erwischen. Ja? Aber der Mann, weil er den Dienst hat, das ist das Geheimnis seiner Vollendungstriebe. Da treibt es, da kommt immer neue Kraft, immer neuer Schub. Der Mann ist ja so weit gegangen, er sagt, er hat so außerordentliche Dinge berührt, er wurde in den dritten Himmel entrückt und solche Dinge. Er hat gesagt, mir wäre sowas in den Kopf gestiegen, dass Gott zugelassen hat, dass mich ein Teufel die ganze Zeit irgendwie quälen kann. Ja. Also ein Engel Satans nennt er es, der ihn mit Fäusten schlägt. Und eben darum diese Schiffbrüche und all diese Skandale, von denen wir da jetzt gerade geredet haben. Und das hat ihn so weit fertig gemacht, dass er sagt, ich habe 3-mal den Herrn angefleht, dass er doch diesen Satan von ihm genommen wäre, dass er aufhört, ihn mit Fäusten zu schlagen. Und dann kommt Gottes seltsame, wunderbare Antwort, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Er hat nicht
den Teufel von ihm genommen, sondern er hat ihm Gnade gegeben. Aber eben nicht die Gnade, wie wir Christen sie immer wieder kennen oder meinen zu kennen, die uns einfach irgendwo billig was gibt, billig was zuspricht, theoretisch oder juristisch, wie auch immer, von dem wir dann profitieren können, ohne dass es etwas mit Praxis zu tun hat. Nein, ganz im Gegenteil, Gott gibt hier eine Wirkung in sein Leben, eine Vollendungswirkung, die ihn nicht ermatten lässt. Egal was passiert, es geht weiter so im Text, er wird wieder verfolgt, er wird wieder eingesperrt, er wird geschlagen und alles Mögliche, aber er erlebt die Vollendungspower immer aufs Neue, bis zum Schluss, wo er sagen kann, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe durchgehalten, fortan liegt mir der Sieg der Gerechtigkeit bereit, also der Kranz, der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Er hat so etwas erlebt an Schub, warum? Weil er diesen Dienst hatte. Als drittes möchte ich über die ego-passiven Vollendungstriebe sprechen. Also wir denken, wir könnten außerhalb von einer organischen Gestaltung, einer organischen Zusammenwirkung, die ganz praktisch ist, können wir außerhalb in Christus sein. Und das ist der größte Irrtum im Himmel überhaupt. Der ist so groß, wie wenn ich dir sage, die Behauptung, man kann auch außerhalb einer ganz praktischen organischen Vernetzung und Wirkung in Christus sein und etwas bewirken, ist so absurd, wie wenn ich dir sagen würde, man kann so ein Freundestreffen einfach besuchen, ohne dass hier etwas verbindlich vorangegangen sein müsste. Versteht ihr? Du sitzt heute hier, ja? Du sitzt heute hier und vielleicht mit der Idee, dem zu widersprechen, ich brauche das nicht, ich bin mit Jesus allein unterwegs und hast nicht gemerkt, dass es einige hundert Techniker braucht, um nur so einen Tag zum Beispiel hinzukriegen, dass sich hier etwas ganz Praktisches ergeben haben muss, dass hier tausende von Händen über Wochen hinweg an einem Werk gearbeitet haben, damit du heute hier sitzen kannst. Sei das nur die Verpflegung, sei das, was du nachher auf dem Büchertisch mitnimmst. Das wurde alles erarbeitet. Und zu behaupten, es kommt alles so von selbst zustande, wenn jeder nur so für den Heiland lebt, kommt nie ein Freundestreffen zum Beispiel zustande. Um nur jetzt ein Bild zu sagen. Wir machen jeden Tag Klar-TV-Sendungen, haben in den letzten paar Jahren ungefähr 9000 Sendungen gemacht. Denkst du, die kommen zustande, wenn jeder sagt, ich lebe mit meinem Heiland glückselig, ich habe ja Gnade. Was nützt ihm das? Bis eine Sendung zustande kommt, brauchst du eine ganze Redaktion, du brauchst einen riesen Weg, einen riesen Aufwand, du brauchst viel Material, du brauchst Absprachen, Koordination, tausend und zurück, jeden Tag neu. Und wenn die Leute nicht jeden Tag wieder hier stehen, gibt es kein Werk, versteht ihr? Ich sage nicht mit dem, du kannst nicht für dich irgendein frommes Dasein fristen oder ein gerechtes Dasein, irgend so für dich. Behaupte ich nicht, du kannst das. Und vielleicht kannst du auch mit Menschen sprechen, zugegeben. Aber die Frage ist, hast du Vollendungstriebe? Und ich sage dir, wenn du Vollendungstriebe willst, wo wirklich was abgeht, wo du in Dimensionen kommst, die dein eigenes bei weitem übersteigen, dann musst du eine organische Dienstverbindung erleben, musst du in einem Dienst stehen, wo wirklich die Matrix am Wirken ist. Ja? Und dann erlebe ich es. Dann sehe ich hier Menschen in die Verbindlichkeit kommen, die heute noch völlig verwirrt und individualistisch, irgendwo ego-individualistisch herumgeistern und schon in kürzester Zeit sind das komplett ausgetauschte Leute. Warum? Weil sie den Dienst haben, weil sie eingeklinkt wurden in das praktische Staatswesen, in eine praktische Geisteswirkung unter die Matrix, wir nennen sie manchmal so, manchmal anders, ich sage unter das Christuswirken, ja. Und kaum stellen sie sich dem Dienst, ganz egal, ob sie dann am Anfang die Böden schruppen oder was immer sie tun, es kommt nicht darauf an, wie verächtlich ein Werk ist, dass sie dann sich beteiligen in diesem Gesamtstaat, in diesem Gesamtlauf. Ganz egal, was es ist, sobald sie es berühren, werden sie verwandelt. Da kommen Vollendungstriebe, die können nicht aufhören zu danken. Und ich sage, aber du bist jetzt von Holland gekommen, hast mir die Fenster geputzt, hast ja gar nicht mehr gemacht, aber es war Glückseligkeit. Hier ist die Kraft, hier lebe ich, höre ich dann, oder? Und ich sage, wie kriegst du das je in deinen Kopf rein, dass sowas existiert, ohne dass man darum betteln muss, ja? Aber woher kannst du die Ameise? Woher begreift sie, wann sie welchen Handgriff oder was immer zu tun hat? Sie wird gelebt, sie kommt in dieses Gefüge, sie richtet sich darauf aus und dann geht die Post ab. Das geschieht einfach mit ihr, weil sie dazu bestimmt ist. Ja? Und so ist es gemeint, wenn wir reden davon,
im Dienst sein, dann ermattest du nicht. Du wirst keinerlei Mangel haben, wenn du in einem Dienst drin stehst. Du wirst mit allem ausgerüstet sein, mit jeder Befähigung, mit jeder Kraft, mit jeder Ausdauer, mit jeder Geduld, mit jeder Liebe, mit jeder Vergebungsfähigkeit, nenne Fähigkeiten, so viele du willst. Sobald du am richtigen Platz stehst, im richtigen Dienst, in dem, was sich ereignet vom Himmel her, ist alles da. Verlässt du das aber nur schon im Herzen, wendest dich ab davon, suchst ein ego-individualistisches Leben, hört das sofort auf. Alle Gaben sind weg, du kannst dich nicht berufen, ich habe schon dies und jenes. Es wird von dir weichen, als hättest du es nie gehabt, du funktionierst nicht mehr, du verkümmerst. Jesus hat gesagt, so Johannes 15,5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun, nicht eines. So hat es uns beigebracht. Also sage ich dir, wenn du nicht Vollendungstriebe erlebst, die dich ständig verwandeln, ständig vorantreiben, ständig motivieren, aus den schlimmsten Zuständen wieder hochkriegen, dass du, egal was du für Leid erfährst, wie viel Qual und Leid und Opfer du erleben musst, du wirst wieder auf die Beine gestellt, du gehst weiter, du hast eine Energiequelle, die unauslöschbar ist. Es sei, du hast das, sonst bist du mit den Vollendungstrieben nicht in Berührung. Wenn du ermattest, all diese Dinge. Ich sage nicht, dass wir nicht auch in die Ermattung kommen, ja? Also dass wir auch erschöpft sind. Nach jedem Treffen müssen wir mit den Kollapsen und so weiter zurechtkommen. Das hat nichts mit dem zu tun, dass wir nicht ans Ende unserer Kräfte geführt werden. Das gehört ja ständig dazu, zu einem geistlichen Lauf, zu einem fruchtbaren Lauf. Wie bei der Mutter in der Geburt, dass sie halt Kräfte verliert, Blut verliert und so weiter. Der Punkt ist aber, dabei bleibt es nicht. Wir bleiben nicht ermattet oder resigniert liegen, sondern es kommen wieder neue Auferstehungskräfte, die uns kaum geboren schon sagen, und weiter geht's. Wir möchten weiter, wir möchten noch mehr für Gott wirken. Ja. Aber als Viertes schauen wir uns einen daueraktiven Vollendungstrieb an. Also es geht um eine göttliche Kraftwirkung, eine im Hier und Jetzt erfahrbare, übernatürliche Anreizung. Merkt euch jetzt mal gut den Unterschied. Gnade meint wörtlich übersetzt eine Anreizung. Also ist eine wirksame Kraft, die dich anreizt. Ein Vollendungstrieb nennen wir ihn heute. Das ist ein anderer austauschbarer Begriff. Ja? Eben meine Gnade genügt dir, meint, du bist zwar jetzt in dieser schwierigen Situation, du bleibst unter der Verfolgung. Ich habe es so beschlossen, dass das bleibt, aber egal wie schwer es dich trifft, meine Gnade genügt dir, meint nicht, ja, kommst dann am Schluss trotzdem in den Himmel, sondern es bedeutet, wann immer dich Schweres trifft, habe ich Anreizungen für dich bereit, egal wie schwer, dass du jubelst darin, dass du dich freust darin, dass du Freudenschübe hast, dass du Fröhlichkeit erlebst, dass du aufwärts katapultiert wirst. Das ist der Inbegriff von Gnade. Anreizung, die zur Folge hat, dass du fröhlich, freudig, zuversichtlich, dankbar wirst, dass in dir das Herz hochschlägt. Mit anderen Worten, Gnade bekommen meint eine ständig begleitende Energiezuführung, die dich jubeln macht, selbst im Tod drin noch, wenn es sein muss. Meine Gnade genügt dir heißt, kann kommen, was will, du jubelst darin. Du sollst mich erleben, dass eine alles übersteigende Kraft das besiegt, und zwar eine, die in dir drin treibt, die in dir drin dich das überwinden lässt, nicht aus deiner eigenen Kraft. Könnt ihr das erfassen? Also Gnade hat nicht in erster Linie etwas mit juristischem oder theoretischem zu tun, sondern Anreizung, eine wirksame Gotteskraft, ein vollendeter Vollendungstrieb, ja? So wie bei den Tieren der Instinkt in jedem Tier ist und wirkt, nur auf weit höherem Niveau. Der Gnadentrieb, wenn Paulus sagt, Gnade euch und Friede, meint im Gegensatz zum Tier auf einem weit höheren Niveau, nämlich dass wir ein freiwilliges Mitfließen haben mit diesen Kraftwirkungen, die uns ständig hochkatapultieren, wenn wir nur auf sie ausgerichtet bleiben, wenn wir nur mit ihnen rechnen. Ja. Und ich frage dich mal, dass du dir still selber beantwortest, rechnest du damit, wenn du in der Patsche sitzt, ganz gleich welcher Art, dass hier Vollendungsschübe sind in dir drin, die dich weit, weit über das hinausheben, was dir gerade widerfährt. Und zwar losgelöst vom Thema, ob das jetzt eine Finanzkrise ist,
irgendeine Krise in der Schule, irgendeine Krise in der Ehe, irgendeine Krise in deinem eigenen Bauch, irgendeine Krise mit deinen Naturtrieben, mit deinen Lüsten, mit deinen Schwachheiten, nenne jetzt, was du willst. Rechnest du aktiv damit, dass Gnade da ist, die dir nicht nur einfach vergibt und dann sagt, ja, ist schon gut, aber bleib mal so ein Dummkopf. Rechnest du damit, dass in dir Vollendungstriebe sind, die dich in jedem einzelnen Fall darüber hinaus katapultieren, weil du weißt, Gnade euch und Friede, Kraftwirkungen, Anreizung zur Freude. Rechnest du damit, dass egal was passiert, dass die Anreizung zur Freude, zur Fröhlichkeit, zur Dankbarkeit, das überwiegen wird, weil so ein Schub in dir drin ist. Kennst du das? Rechnest du damit? Natürlich, du rechnest damit, dass du irgendwann wieder rauskommst. Das macht jeder von uns, aber davon reden wir hier gar nicht. Wir reden in diesem vierten Punkt von daueraktiven Vollendungstrieben. Das ist das tägliche Kapital, das sekündliche Kapital, das wir haben als Geistesmenschen. So ist es zu verstehen. Ja? Also Gnade nochmal umschreibt jeden Anreiz zur wohlwollenden Aktion, dass du selber von Herzen kommend Liebesdienste tust. Davon haben wir heute schon geredet. Ich kenne in der OCG jetzt hunderte, tausende von Menschen, die von Herzen kommende Liebesdienste tun, die nicht gedrückt kommen, die nicht befohlen sein müssen, die in Liebenswürdigkeit überfließen. Ich erlebe hier hunderte von Menschen, die zu äußersten Opfern freiwillig bereit sind, weil sie angereizt sind, sich für andere aufzuopfern, Tag und Nacht arbeiten, aus einer Begeisterung heraus, aus einer Freude, aus einem, ich sage an, aus einer Glückseligkeit, die sind besser drauf in ihrer schlimmsten Stunde, wo sie für das Ganze hier sich einbringen, sind besser drauf als du, wenn du einen großen Zahltag bekommst. Oder wenn du gerade im Urlaub warst oder bist und gerade dein High dort hast oder irgendwas besuchst, was dir Freude macht, die sind besser drauf in ihrer schlimmsten Stunde. Warum? Weil sie dieses von innen kommende besitzen, diese Gnade, diese Anreizung durch und durch. Ja. Aber ich möchte im fünften Schritt einen dreidimensionalen Vollendungstrieb zeigen in der Gnade. Und das hat jetzt eben damit zu tun, wie wir Vorhofsverständnis oder Heiligtums- oder allerheiligsten Verständnis haben, wenn wir unsere Bibeln lesen. Alle Bibeln, die ich kenne, in allen Sprachen, sind aus der Vorhofs-, aus der statischen Mache-Perspektive heraus übersetzt worden, weil du kannst das Griechische, beinahe jedes Wort hat 20 Bedeutungen. Wenn du die Dynamik gar nicht kennst, kannst du als Übersetzer die auch nicht übersetzen. Ja? Also hat jedes Wort in der Bibel eine dreifache Dimension. Zuerst wirkt die Gnade an uns, das ist die Vorhofsdimension. Sie wirkt an uns, diese Reizungen, oder für uns. Im Heiligtum, in der zweiten Dimension, wirkt die Gnade in uns drin, also nicht nur an uns und für uns von außen, sondern in uns selber drin sind die Anreizungen. Und im Allerheiligsten, in der dritten Dimension, wirken diese Anreizungen, diese Gnadenanreizungen durch uns. Also Vorhof an uns, für uns. Heiligtum in uns drin, Allerheiligstes durch uns hindurch. Das sind drei komplett verschiedene Welten. Im Vorhof an uns erlebst du die Gnade eben in der Tatsache, dass dir tatsächlich immer alles zum Besten dient. Ja? So wie es Römer 8, 28 sagt, alle Dinge müssen zum Besten kommen für die, die Gott lieben und nach seinem Vorsatz berufen sind. Du erfährst das, wie mit deinem Leben an dir ständig etwas Gutes geschieht, auch wenn du wieder denkst, das war das Ende, plötzlich kommt es wieder gut. Ja? Also du wirst tiefer in Gott hineingeführt, du wirst tiefer vereinigt, du erfährst ständiges Begnadigtwerden, deine Sünden, du wirst sie wieder los, hast wieder neue Freude, plötzlich neue Fröhlichkeit, trotz der Krise, die war, trotz dem Todesfall oder der Scheidung oder des Skandals, was war, plötzlich hast du wieder neue Lebensfreude, es ist alles wieder gut. Erkennt ihr das? Das ist, wenn die Vorhofsgnade an uns wirkt. Ja? Aber sie will im Heiligtum in uns wirken. Wenn sie in dir und in mir wirkt, werden wir ständig von innen her mit Gottes Vollkommenheitsgelüsten, ich sage es mal mit diesem etwas schwierigen Wort, mit Vollkommenheitsgelüsten werden wir angetan. Plötzlich hast du Triebe nach einem heiligen, vollkommenen Leben, nach einem Leben der Liebe, der Vergebung, einem Leben in Souveränität. Das kommt von innen her, oder?
Du hast plötzlich Anreizung, zeitgemäß, gesamtgerecht, gesamtgut zu wirken. Alles Dinge, die der Normalsterbliche in seinem Kopf nicht hat, in seinem Inneren nicht findet. Ja. Und gewirkt urtriebhaft von selbst durch die Kraft Gottes in dir drin. Du merkst, wie dein Herz neu geformt wird, wie das, die Gesetze Gottes, wie man so schön sagt, in dein Herz hineingeschrieben werden. Es geschieht nicht etwas an dir allein und für dich, sondern in dir drin eine Verwandlung. Ja. Und das ist die zweite Dimension, das Heiligtum. Und im Allerheiligsten geht es dann wirklich zur Sache. Die Gnade, die Reizung, die Daueranreizung, die Dauervollendungstriebe im Allerheiligsten bedeuten, ich studiere selber nicht mehr, ich reite die Welle. Ich bin Körper, ich bin nicht mehr ein zweiter Partner, ein zweiter Kopf, der beobachtet, was der erste Kopf tut und dann tut es der zweite Kopf selber nach, so ein Nachäffer, oder? Im Allerheiligsten sind die Gnadenanwirkungen live. Das heißt, ich muss ein Beispiel dazu sagen. Ich nehme jetzt zum Beispiel mein neues Lied, das ich dir vorher geschrieben habe. So ein Lied kommt zum Beispiel dann ein paar Minuten zustande mit allen Texten. Kannst du dir das vorstellen? Wie lange würdest du hinsitzen, um so einen Text zu machen? Und weißt du, wie das geht? Dann erlebst du den Trieb, den Drang in dir, es ist Zeit, machst ein neues Lied. Aber nicht, dass du es dann hättest. Du kommst nicht erst auf die Idee, ein neues Lied zu machen, weil du es schon siehst oder schon hast, sondern weil du den Duft spürst, es ist an der Zeit, du riechst die Zeit gekommen. Wieder im Frühling, hat noch keine Blüte ausgeschlagen, du merkst nur, jetzt ist Frühling. Mit dem Impuls gehe ich mit. Ich frage nicht, bin ich fit dafür, fühle ich mich gerade gut oder schlecht, ich weiß nur, es ist Zeit, jetzt setze ich mich hin. Ich erkläre jetzt einfach, wie das geht im Allerheiligsten. Zeitgleich bedeutet das, unmittelbar als Leib zu leben, dann schmeckst du nur, ich muss halt in diesen hinkenden Beispielen reden oder Bildern, werden nachher wieder Leute kommen und sagen, der Ivo schmeckt Gott, der kann Gott riechen. Nein, ich muss es halt in diesen menschlichen Worten sagen, damit du eine Hochahnung bekommst, was das ist. Also ich überlege weder, was der Titel des Liedes ist, noch woher, wohin. Ich merke nur, der Geist in mir macht ein Lied. Und das kann man gar nicht menschlich richtig erklären. Es ist einfach so, dass ich weiß, die erste Strophe, nur die erste Linie heißt so. Und die höre ich. Und die schmecke ich und sage, die schmeckt mir. Denke ich an was anderes, schmeckt es mir nicht mehr. Dann schreibe ich einfach das auf, was dort steht, unmittelbar. Und erst wenn ich das habe, kommt ein nächster Text und ich schmecke den. Ich spüre ihn, ich fühle ihn, ich kenne ihn. Das macht Riesenspaß, nebenbei bemerkt. Riesenspaß. Da reden wir jetzt nicht irgendwie so abgespaced, irgendwie in Trance oder so, sondern es ist ein Liebesspiel. Etwas wissen. So ähnlich, als wir das Lied komponiert haben, haben wir eine Passage nicht hingekriegt. Man hat die Klänge nicht gefunden, die Töne nicht gefunden. Ich bin kein Musiker so mit Gitarre und so. Ich bin Schlagzeuger, ja, ursprünglich. Aber als keiner mehr wusste, wie es weitergeht, habe ich den Ton geschmeckt. Ich sitze hier, alle sind am Ende, die besten Musiker am Ende. Und ich sitze so hier und weiß einfach, wow, super, ist ein G. Ein G7, würdest du mir sagen, sing mal ein G, dann müsste ich lange üben, bis ich da bin, ein G7 schon gar nicht, aber ich weiß, es ist ein G7. Ich sage das und die Leute sehen, bang, und sagen, wow, jetzt sehen wir, wie es geht, oder? Jetzt verstehen wir den Text. Versteht ihr, wovon ich rede? Unmittelbarkeit, wo du erlebst, was Gott tut, wo du nicht überlegst, kommt das gut raus oder nicht? Du fügst eins ans andere und du merkst, wenn die Zeile sitzt, wenn du sie hingeschrieben hast, kommt die zweite, kommt die dritte, die vierte, am Schluss hast du ein Lied. Das Ganze in vielleicht 10, 20 Minuten und du weißt, das ist es. Das ist ein Riesenspaß daran. Es ist das, was ich immer wollte. Immer. Es können. Nicht es erarbeiten, es erschuften, es erleiden, es irgendwo zurechtzimmern. Sondern es können, und ich weiß dabei, das ist nicht das vollendete Lied jetzt, das hat Gott gemacht oder sowas, nein. In dem Grad, wie du im Allerheiligsten lernst, mit den Daueranreizungen, mit den Dreidimensionalen mitzugehen, kannst du weit tiefer gehen. Ich sage nicht, dass es ein super Lied war damit. Versteht ihr, was ich sage? Ich sage nicht, nur so ist es entstanden. Man kann noch viel tollere Lieder machen.
in der gleichen Zeit. Das hört gar nie auf, aber es braucht ein bisschen mehr Geruchssinn, ein bisschen mehr Sensibilität, ein bisschen mehr Unmittelbarkeit, ein bisschen mehr Offenheit, seht ihr? Und davon reden wir. Und das macht einen unglaublichen Spaß, Anreizung zur Freude. Da juble ich, wenn ich merke, jetzt kann ich das, ich wollte schon immer etwas können, du willst schon immer was können. Und wenn du das plötzlich kannst, oder? Es macht Riesenspaß, wenn du das erlebst, dass du einfach etwas weißt, wo dir niemand gesagt hat. Riesenspaß. Oder? Wenn wir das lernen, die Gnade als Daueranreizung und dreidimensional zu verstehen, dann werden wir dorthin kommen, wo du ohne eine Sorge in diesem Leben lebst. Ich predige sehr oft über Elia und Elisa, über diese Menschen. Egal wie groß die Not dort bei diesem Elisa kommt, egal was passiert, der macht ohne lange Überlegen, der liest das ab, der liest es. Der sagt einfach, hol Mehl, vergiftete Quelle, hol Salz, hol eine neue Schale, wirf hier ein Stück Holz ins Wasser. Ja Mensch, da liegt mein Beil am Grund des Sees, was soll ich jetzt mit einem Stück Holz? Nimm es jetzt, wirf es rein. Der wirft es rein und das Eisen schwimmt. Und die Quelle ist wieder gesund, weil der das Salz reinwirft. Er sagt, nächstes Jahr um diese Zeit wirst du ein Kind haben, die Unfruchtbare. Ganz locker, einfach so, der liest das ab. Versteht ihr? Unmittelbarkeit. Er macht nicht den Plan, er geht nicht auf die Knie und betet lang, wie diese unfruchtbare Frau zu ihrem Kind kommt. Der steht nur da, unmittelbar als Leib und lebt Gottes Leben. Und Gott in ihm wirkt. Er sagt einfach, nächstes Jahr um diese Zeit hast du ein Kind in deiner Hand. Er hinterfragt das nicht, er kennt das Geheimnis, er kennt den Duft davon. Er sagt dem anderen, dem Aussätzigen, nicht lange Dinge, er sagt, geh zum Jordan, tauch dich 7-mal völlig relaxed. Er weiß das, wenn der sich 7-mal taucht, ist es erledigt. Warum? Weil Gott wirkt und er die Unmittelbarkeit auslebt. Der Leib hat keine eigene, wie soll ich sagen, keine eigene Logik. Wenn du Leib bist, du hinterfragst nicht, du musst nur die Signale kennen, du musst nur den Duft kennen, du musst nur wissen, wer dich lebt und was dich lebt. Und dann gehst du einfach selbstverständlich mit, ohne zu hinterfragen, das ist für dich so zuverlässig. Du überlegst nicht, was Schaden sein könnte, du kennst die Stimme oder kennst sie nicht. Du kennst die Wirkung oder kennst sie nicht. Und wenn du sie hast, wirst du es tun, ganz gleich wie unvernünftig es ist, weil es kommt immer gut, wenn es der Geist des Herrn war. Jetzt wollen wir uns den sechsten superdimensionale Vollendungstrieb kurz anschauen. Jetzt gehen wir zurück zu den Ameisen. Man könnte die Dinge ja unendlich ausführen. Ich möchte nur ein paar kleine Parallelen zeigen, weil wir am Anfang Sprüche 6,6 ja die Anweisungen von Gott bekommen haben, geh zur Ameise und lerne von ihr. Also was können wir lernen? Wir können lernen, die Verhältnisse zu studieren, zu was sie fähig sind, wenn sie als Organismus, als Staat, als Ameisenkolonie funktionieren. Nicht jeder Herr, ich habe Gnade von dir auf eigener Strecke, sondern miteinander an einem Werk. Hier siehst du was, die durchschnittliche Ameise, unsere Waldameise zum Beispiel, rot oder schwarz, ist so 5 bis 7 Milligramm schwer. Was könnte sie als 5 bis 7 Milligramm schweres Teil schon groß bewegen? So fragt sich die Ameise, wenn sie eine Logik hat wie du, oder? Gott hat ihr keine gegeben und er sagt, lerne von ihr, benutze nicht deine Logik. Was kann ich mit meinen 5 bis 7 Milligramm Gewicht schon bewegen? Hier kannst du sehen, das ist ein Ameisenbau. Du denkst immer, der Ameisenbau, das sei der Haufe, den du hier siehst mit den Nadeln, aber das stimmt gar nicht, das ist nur das Lüftungssystem, das sind nur die Balkons. Der wirkliche Bau ist unter dem Boden. Das bewegt ein Ameisenorganismus in Wahrheit. Jeder ist nur so schwer für sich selber, aber zusammen bewegen sie 80 Milliarden Mal so viel, wie ihr Eigengewicht ist. In 20 Jahren bewegen die bis 40 Tonnen Erdmaterial miteinander, gemeinschaftlich. Und du kannst jetzt wieder fragen, ja, woher weiß welche, was sie nehmen muss und wohin sie schaffen muss. Das sind die Dimensionen, die Gott uns damit anzeigt, wenn wir zusammen ein Organismus sind. Hier siehst du ein Ameisennest, das haben sie mit Zement ausgegossen, um das sichtbar zu machen. Da kommst du auf eine Gesamtausdehnung von 50 Quadratmeter von einer einzigen Ameisenkolonie. Eine einzige Ameisenkolonie, 50 Quadratmeter Ausdehnung, 8 Meter Tiefe. Du siehst hier die Menschlein. Und so bauen die unterirdisch, oder?
Sag mir, welcher Baumeister hat das angeordnet? Schau mal die Verbindungen. Das sind perfekte Lüftungssysteme. Das sind unsere Architekten heute, unsere Techniker sind weit hinterher, haben keinen Hochschein, wie die zu so ausgeklügelten Klimatisierungssystemen kommen. Siehst du hier, sie sind wie auf dem Reißbrett gezeichnet. Eine Konstruktion wie die andere. Welcher Baumeister hat ihnen gesagt, du musst es so machen, dass jeder Gang genauso verläuft wie der andere, dieselben Kugeln, dieselben Nester, dieselben Art und Weise. Ich sagte, sie haben keinen König, sie haben keinen Baumeister, sie haben hier nichts als ihre Intuition, als das, was Gott ihnen gegeben hat. Und weil sie zum Staat gehören, machen sie so ungemein große Dinge. Ich möchte das nur als Ansporn geben, damit ihr versteht, du kannst schon solo leben, ob jetzt als Christ oder als Mensch der Gerechtigkeit, woher immer du kommst. Du kannst schon deine eigenen Dinge drehen. Aber wenn wir zusammen synergisch an einem Bau arbeiten, sieht das nachher so aus. Dann ist das verlinkt, versteht ihr? Das ist wie die Zusammenarbeit mit AZK oder KlarTV und so weiter. Dann hast du nachher ein System, das alle miteinander verlinkt, am selben Arbeiten. Nicht nur an derselben Philosophie, irgendwo was, sondern am selben Projekt. Dann geht eine Kammer zur anderen. Dann ist eine Entwicklung, zum Beispiel im Aufklärungsdienst, eine Entwicklung im Evangelistendienst, eine Entwicklung überall, die Gestalt annimmt, wo nicht einer einen Gang hier und einen anderen Gang völlig losgelöst, sondern es gibt einen Gang mit zusammenhängenden Kammern, mit einer zusammenhängenden Geschichte. Das ist der genaue Unterschied, ob man organisch verlinkt in eine praktische Dienstverbindung gekommen ist oder nicht. Und das sind die Verhältnisse. Man kann sagen, du kannst 80 Milliarden Mal dein Individuum übersteigen, sobald du im Organismus drin bist. Das sind die Dimensionen, die Gott sagt, lerne es von der Ameise. Das ist sie, oder? Ein Superorganismus. Und was wir wissen müssen in diesem Superorganismus, jeder Superorganismus oder überhaupt jeder Schwarm lebt nur für den Schwarm. Der Einzelne in sich schont sein Leben, ich sage es jetzt mal ein bisschen selbst, verherrlichen. Jeder Einzelne in diesem Schwarm schont sich so wenig, wie der Ivo Sasek sich geschont hat in den letzten 40 Jahren. Glaubst du mir das? Ich habe mich nicht geschont. Ich habe alles, was ich hatte, am Anfang hingelegt und immer über die eigenen Möglichkeiten hinaus alles investiert für euch. Das ist meine Selbstverständlichkeit. Ja? 40 Jahre lang. Ich war nie auf Bettelei aus oder irgendwas. Es ist nur der Urtrieb, euch zu dienen, für euch da zu sein. Da schone ich weder meine Herkunft, ich habe dafür meine sämtlichen Beziehungen eingebüßt, weil der Teufel halt hier schlau das Ganze verhindern will. Ich habe sämtliche Beziehungen zu gewissen Zeiten verloren, seien das Freunde, seien das Verwandte. Ich habe meinen Beruf aufgegeben dafür, ich habe meine Interessen aufgegeben, mein Privatleben, meine ideellen Vorstellungen vom Leben, ich habe meine Gesundheit dafür gegeben. Es gibt nichts, was ich nicht dafür gegeben hätte. Und das ist das Erkennungszeichen, ob du organisch in einem Vollendungstrieb bist oder nicht. Die einzelne Ameise gibt ihr Leben für den Organismus ohne Rücksicht auf eigene Verluste. Das ist das Wesen eines Vollendungstriebes, sobald du im Organismus bist. Jetzt noch kurz die letzten Dinge. Die Ameisen, weil sie zusammenwirken unter dieser Matrix, können sie Riesenbeute machen. Die sind so organisiert, dass jede Ameise genau weiß, welchen Griff sie machen muss. Die sind weit größer als sie selber, die Feinde. Wenn du einen Bären anschaust, neben einer Ameise ist die furchtbar klein, aber schau mal, was der hier macht, oder? Und so geht es ihm, wenn die ihn attackieren, wenn die Ameisen sich richtig auf den Bären stürzen, muss selbst der Bär aufpassen, dass er das überlebt. Ja? Kann selbst dem Bären eine Gefahr werden, wenn der Organismus zusammenhält. Und das ist für mich so ein wunderschönes Bild. Wir kennen den Drachen mit den 7 Köpfen, den 10 Hörnern, oder 10 Hörnern, ja, aus Offenbarung 12. Dieses Monster, das mit einem kosmischen Drachen beschrieben wird, der fällt. Aber nicht vor dir als Individuum, sondern vor dem Organismus. Wollen wir das mal glauben? Ja, der fällt. Weil das entsteht organisch, das entsteht nicht von heute auf morgen, aber der fällt. Wir sind dazu angelegt, Kosmokratoren, also himmlische Bereiche aufzuräumen, die Welt zurechtzubringen.
Das ist unser Auftrag, die Welt zurechtbringen, nicht philosophieren die ganze Zeit, unser Heil preisen, als wenn wir in den Himmel kommen. Auf diese Welt, hier und jetzt, ist diese Gnade wirksam. Im Jetzt heißt es geschrieben, steht geschrieben. Ja. Darum sage ich mal, innerhalb der OCG, in diesem Organismus, den wir zusammen leben, sind Vollendungstriebe. Und wir erleben dasselbe wie die Ameisen. Die Ameisen wittern Gefahren weit voraus. Also wenn ein Gewitter kommt, sind die Ameisen dabei, sich rechtzeitig zu arrangieren, sich die ganzen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Wenn Feinde anrücken, der Organismus formiert sich ohne König, ohne dass etwas Sichtbares sie leidet. Und darum wittert die OCG die Gefahren, die kommen. Man greift uns freilich an dafür, wir sind dann die Verschwörungstheoretiker oder was weiß ich. Aber all die KlarTV, all die S&G, all die AZK-Bemühungen, die resultieren aus dem organischen Vollendungstrieb, weil wir die Gefahren wittern. Und darum formieren wir uns und beginnen systematisch. Wir haben vor einigen Jahren, 2008 war es, haben wir begonnen mit der AZK, haben die S&G gegründet, haben jetzt später 2012 die KlarTV gegründet. Du siehst, dieser Schwarm wird immer größer, oder? Wir werden heute Nachmittag all die Dimensionen sehen, die gerade so im Entstehen sind, entstanden sind. Allein in den letzten paar Jahren ist so was wie dieser Bau. Und es geht systematisch, geht es diesen Herren an den Kragen. Sie werden eingekreist, diese neuen Gesetze hin oder her. Der Schwarm formiert sich um und geht darüber hinaus. Und es geht systematisch und immer weiter. Es entwickelt sich dieser Sieg über diese Gauner hier unten, die ganze Menschheit in ihre Falschsysteme hineinpferchen, ihre Polizsekten, ihre Wirtschaftssekten, die werden systematisch von diesem Schwarm eingekreist, überführt. Die Wissenschaft wird immer mehr aufgedeckt bis dahin, dass du merkst, gar nichts ist der Wahrheit entsprechend. Es fliegt zunehmend die Nase auf, die Mondlügen, all die Dinge. Es fliegen immer mehr diese Dinge auf und dahin, das ist ja dieser Drache, oder, der hier unten wirkt. Ja. Und das hört hier nicht auf, hier hat es begonnen. Hier haben wir mal die ersten Schritte gemacht in den letzten paar Jahren. Es sind tausende von Einkreisungen passiert. Jeder weiß genau, wo er den Handgriff macht. Ich habe das Ding zwar gegründet, aber keineswegs kann ich das alles in Schach halten, das geschieht. Seit wir in diesem Dienst sind miteinander, geschieht es. Das sind tausende von Leuten, überall bewegt sich da was. Die krabbeln da, buchstäblich, also bildlich gesprochen, unterirdisch bilden sich diese Kammern, diese Verbindungen, diese Wege. Alles geschieht einfach, weil wir uns gemeinsam auf diesen Weg gemacht haben. Also siebtens, die allsynergisierenden Vollendungstriebe, ich will die nur erwähnen im Durchgehen. Es ist wie ein Hirn, das du dir vorstellen musst. Ein Organismus funktioniert wie ein Hirn. Die einzelne Hirnzelle ist im Grunde genommen dumm, saublöd, derb gesagt. Die einzelne Hirnzelle hat keine Kapazität, aber wenn die Hirnzellen zusammen ein Netzwerk bilden, haben sie göttliche Weisheit, göttliche Fähigkeiten. Das ist der Punkt. All synergisierende Vollendungstriebe sind im Gange jetzt, wenn wir uns einlassen und sagen, nicht nur wir für uns bilden eine Sekte, sondern wir gehören mit allen zusammen und wir schließen uns zusammen, wir wirken zusammen. Und auch hier könnte man stundenlang erklären, wie die Ameisen Arbeitsteilungen haben, seien das die Blattschneiderameisen oder was immer, die teilen sich alles auf. Jeder weiß, was er zu tun hat, ohne dass du ihn lange schulmeistern musst. Das geschieht in dem Organismus, in der OCG, das geschieht, wenn wir ausgerichtet sind auf ein synergisches Leben miteinander. Wir bringen göttliche Leistungen hervor. Das achte ist die Dufttreue, Vollendungstriebe. Ich möchte nur noch mal zusammenfassen, warum das so funktioniert, weil ich kann nie genug darauf hinweisen, dass weder ein Ameisenstaat noch ein Bienenstaat noch irgendein Schwarm einen König hat. Die Leute sagen immer, der Ivo, der will irgendwie die Leute an sich binden und so weiter. Und ich sage dir, wie könnte ich? Natürlich, du sitzt heute hier, du hörst mir zu, aber weißt du, was der Unterschied ist? Ich werde dich nie regieren, nie. Aber was ich tue jetzt, wenn ich rede, bekommst du einen Duft. Schmeckst du was? Riechst du was? Stinkt es hier denn oder was? Nein, das, was ausgeht, was in uns bewegt, das ist der Duft. Und das ist die Aufgabe der Königin, jeder Königin, ob das jetzt die Ameisenkönigin ist oder Bienenkönigin, im Fischwarm, frag mich, wie das geht, es ist immer dasselbe. Die Königin ist darum eine Königin,
Zum einen, weil sie besonderes Futter hat, aber das Besondere, ihre Funktion ist, sie trägt den Duft an sich, den Duft ihres Stammes, da ist der ganze Auftrag drin. Und jede Ameise hat mit dieser Königin eine Berührung, das passiert hier, wenn wir diese Versammlungen haben, ihr übernehmt den Duft, ihr habt dieses Bild innerlich und die Ameisen, sie kommunizieren beständig miteinander, aber über diesen Duft, der von der Königin verbreitet wird. Es ist wie ein Bild, eben dieses Wissen. Du kannst sagen, Duft mit Gerüchen und mit Duftspuren haben sie tausende von verschiedenen Bewegungen. Jeder Duft ist wie wenn wir ein Buch lesen, eine CD hören, einen Film schauen. Oder? Darum kann ich nur sagen, wenn ihr nur hier seid und diesen Duft aufnehmt und euch in diesem Duft drin aufhaltet und diesen Duft erhaltet und euch da die Bücher nehmt, die CDs, und anfängt in diesen Bereich hineinzugehen, dann wird im entscheidenden Moment derselbe Duft, den du hier drin wahrnimmst, wird dich begleiten in deinem Alltag und du wirst wissen, was du zu tun hast, aber du wirst am selben Werk arbeiten. Du wirst, sei es die nächste Sendung, Klar-TV oder was immer ist, du wirst finden, wo dein Part ist, ohne dass dir das aufgetragen werden muss. Du holst ihn dir, du hörst die Duftrufe, wenn du so willst, und du gibst Echo darauf. Das ergibt sich alles. Man kann hier könnte den ganzen Tag das erklären, aber ich möchte nur die Grundprinzipien berühren, dass du weißt, es gibt Vollendungstriebe. Einer davon ist der dufttreue Vollendungstrieb. Sobald wir den Duft des Geistes des Lebens wahrnehmen, wo immer der ist, tun wir es. Ob es vernünftig ist oder nicht, interessiert nicht. Ob ich gerade in Stimmung bin oder nicht, wenn der Duft drin ist, über einer Sache, tue ich's. Wenn ein Duft, der Duft, von dem wir reden, der Duft des Geistes des Lebens, nennen wir es, wenn diese Kraftwirkung Gottes fehlt, dieser Friede, dieser göttliche Friede fehlt, tun wir es nicht. Einfach nur plus, minus. Ja, ich tue es, wenn ich den Duft drin, das Leben spüre von Gott. Nein, ich tue es nicht, wenn der Duft fehlt. Das auf ganz die Kürze, das ist das, was wir in den Bemessungen miteinander einspuren und justieren, damit wir hier fit werden. Für diejenigen unter uns, die da keinen Hochschein jetzt haben, wovon ich rede, gerade mit Duft und so, kann ich nur noch einen Aspekt aus der Ameisenwelt lehren. Es gibt Ameisen, gewisse Mitglieder der Kolonie, die können Duftstoffe nicht wahrnehmen. Das gibt es auch. Lerne von der Ameise heißt, das gibt es. Es gibt Menschen, die den Duft nicht wahrnehmen können. Wie kommt so eine Ameise zurecht in ihrem Staat? Sie kommt darin zurecht, indem sie anstelle des Duftes eine ständige Berührung sucht mit einer Ameise, die den Duft wahrnimmt. Das ist so. Das heißt, wenn du selber das nicht wahrnimmst und du merkst, hier drin sind Leute, die haben das, und da darf ich mal sehen, wer kennt den Duft? Macht mal so, schaut euch mal um, winkt mal richtig stark. Also schau, überall, wo du jetzt so eine Hand hin und her gehen siehst, die wissen, wovon ich rede, und du hast vielleicht keinen Hochschein. Deine Rettung ist, habe Berührung mit ihnen. Einfach bleib in Kontakt, schau, die Ameisen gehen immer so, dass sie immer mit den Fühlern immer in der Nähe von diesen sind. Ich kann dir jetzt nicht sagen, haben sie eines Tages selber den Duft, die Wahrnehmung, oder ist das ihr Schicksal? Und wäre es ihr Schicksal, das ist aber ihre Rettung. Sie haben jemanden, mit dem sie Berührung haben können, und ich erfahre Menschen, die haben nicht diese Salbung, diese Fähigkeit wie andere, aber durch das, dass sie jahrzehntelang immer in Berührung geblieben sind, funktionieren sie genauso wie alle anderen. Sie tun unbezahlbare Dienste, kostbarste Dienste, wenn du sie versuchst, als geistliche Leiter einzusetzen, die den Duft verbreiten müssen, scheitern sie. Aber sobald du sie berührst und mit ihnen zusammen herausspürst, wo ihr Teil ist, gehen sie sofort mit. Sie können nicht anleiten, aber sie können mitgehen, sie können fühlen, was ihr Teil ist durch die Berührung. Also bleibt unbedingt in Kontakt, bis ihr das Geheimnis habt. Es interessiert euch gar nicht, was ich hier die ganze Zeit erzähle. Dann freilich ist alles vergeblich, dann ist auch diese Predigt vergeblich, dieser ganze Tag vergeblich. Wir tun das diesen Tag, weil wir euch gewinnen möchten zur Verbindlichkeit und vielleicht noch nicht mal hier in der OCG. Vielleicht irgendwo, wo du hingehörst, wo deine Kolonie ist. Aber ich sage dir, egal in welcher Kolonie du zu Hause bist, oder ich sage es nochmal anders, du brauchst eine Kolonie. Das muss nicht die OCG sein, aber ohne Kolonie in der Art der OCG, in der Verbindlichkeit der OCG, wirst du nicht funktionieren, wirst dein Ziel nicht erreichen. Du brauchst einen Organismus.
Ich kann dir nur sagen, wir können hier alle lehren, alle leiten. Und das ist bei den Ameisen, das ist der letzte Gedanke in diesem Punkt. Bei den Ameisen, die gehen einfach den Duft hinterher, auch wenn das Neulinge sind. Ja? Also du, solange jemand den Duft an sich trägt, du brauchst nicht den Hirten hier, einen Betreuer, der topfit der ist, der alles versteht, der ein Top-OCGer ist, der keine Fehler macht. Du brauchst nur eine Berührung mit jemand, der weiß, von was ich hier geredet habe. Und der kann 1000 Fehler noch machen in seinem Leben. Die Ameisen folgen einfach dem Duft. Also du kannst einen Stab nehmen, zur Königin reinstecken. Mit dem Stab kannst du eine ganze Kolonie hinter dir herführen. Die interessiert nicht, wie klug der Stab ist. Die folgen dem Duft, versteht ihr? Das ist ihre Orientierung. Und wir sagen, der Geist des Gesetzes des Lebens, Gott ist hier und wo immer er drin ist, ist Kraft da, ist Friede da, ist göttlicher Friede da, Leben Gottes, ist dieser wunderbare Duft des Lebens und dem folgen wir, dem sind wir verpflichtet, den können wir euch beibringen, ob ihr dann schlussendlich in einer ganz anderen Kolonie seid, es ist nicht in unserer Macht, aber wir wollen natürlich alle in der OCG haben, die irgend denkbar sind, weil davon hängt es ab, dass die Welt sieht und erkennt. Bei den Ameisen ist es so, je mehr Ameisen sich anschließen, desto mehr kommen. Ja? Weil die Duftspur sich verstreut. Jede Ameise streut diese Duftspur und wo immer sie ist, werden immer mehr sich anschließen und an diesem Werk sich beteiligen. Und darum ist uns die Verbindlichkeit so unfassbar wichtig, dass wir die miteinander ausleben und zwar ganz praktisch, nicht rein theoretisch. Der 9., das musst du auch wissen, das kann man auch von den Ameisen lernen schlussendlich, der todesmutige Vollendungstrieb. Ameisen zum Beispiel, wenn argentinische Landarbeiter jährlich die Steppen abbrennen, damit sie fruchtbarer werden, sind die Ameisen da mittendrin. Die sind immer wieder schwerst betroffen. Natürlich nicht die jetzt unten da in 8 Meter Tiefe sind, aber die gerade oben am Arbeiten sind. Zum Beispiel die Blattschneideameisen. Du musst wissen, ich habe hier so ein Bild dabei, da brennt jetzt die Steppe ab. Du kannst es selber filmen, wenn du mal in dem Urlaub bist und sowas erlebst. Hol die Kamera, film es. Beobachte die Ameisen. Die sind, als Beispiel mit der Blattschneideameise, die sind dabei, die Blätter zu schneiden. Unten brennt das Feuer. Die hauen nicht ab. Die schneiden weiter und schneiden weiter. Wenn ihr eigener Ast brennt, sie schneiden weiter. Sie schneiden so lange weiter, bis das Feuer sie so erwischt hat, dass sie ausschäumen, dass sie zerplatzen, fallen sie rückwärts auf den Boden. Aber das ist für mich eines der größten Zeugnisse schlechthin. Die dienen bis zum letzten Atemzug ohne Furcht. Die bleiben einfach ihrem Auftrag verpflichtet. Die bleiben dran, die hauen nicht ab. Und sie sehen das Feuer, sie hauen nicht ab. Wie wenn sie wüssten, nützt gar nichts abhauen, aber sie wissen, das ist meine Bestimmung. Ich schneide hier mein Blatt. Wir können heute nicht sagen, ist morgen der 3. Weltkrieg. Ja? Wenn ihr die Klar-TV-Sendungen seht, wir können keinen Tag sagen, werden wir uns morgen noch sehen. Aber eins sage ich dir, heute habe ich ein Freundestreffen gemacht. Es war mir nicht unbedingt drum, rein von der Weltlage her, du denkst, man sollte andere Übungen machen. Nein, wir bleiben dran, wir machen Freundestreffen und wir machen in einem Monat unsere Filmpremiere und wir machen unsere Sendungen und wir werden bis zur letzten Sekunde einfach im Dienst drin bleiben. Luther würde sagen, ich pflanze heute einen Apfelbaum, wenn morgen die Welt untergeht, interessiert mich nicht. Seht, und das sind die Vollendungstriebe. Hat da jemand Amen gerufen?